Hallo und herzlich willkommen, meine Sonnenreiter, zu einer weiteren Questfolge. Heute machen wir wieder beim Westkap Fischerdorf weiter, bei dieser Hauptstory-Quest. Ich habe die Mira mit dabei und wir machen das jetzt mal zusammen. So, müssen wieder zum Captain. Mal gucken, was da jetzt auf uns zukommt. Arr. War das Abenteuer war erfolgreich? Gut, gut. Du kannst den Steuermann immer wieder darum bitten, dich zu fahren. Du musst jetzt zu Elisabeth, um mir zu berichten. Hört sich schlau an. Bis bald. Okay, gut. Da muss ich hier mal kurz Bescheid sagen. So, dann hole ich mich jetzt ab. Und dann fahren wir zu Elisabeth. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt dann gleich Schluss ist oder nett oder doch. Oder ihr wisst es schon, was ich meine. Hoffentlich. Mir ist mal aufgefallen, der Transporter in Südhof ist richtig blöde. Da ist ein richtiger Abstand. Ich musste da reinspringen. Das ist richtig blöd gemacht irgendwie. Ich habe mich eben schon gefragt, warum da alle vorne hängen bleiben. Dann muss ich warum. Das ist ein richtig großer Absatz. So. Auf geht's zu Elisabeth. So. Hallo. Oh, ich hab's so falsch geschrieben. Ich hab's mit S geschrieben. Ups. Du bist schon zurück. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Schieß los, was ist passiert? Lass mich mal alles zusammenfassen. Erstens, die Nachtreiter sind komplett, da Katja durch ein dunkles Portal gerufen wurde. Zweitens, Justin scheint aus freiem Willen dort zu sein und kann wahrscheinlich nicht manipuliert werden, seinen Großvater aufzuhalten. Drittens, Herr Sands hat das verlorene Buch der Lichtzeremonien in seinem Besitz. Viertens, irgendwie haben sie es geschafft, Lisa, die sich im Grautaugebirge versteckt hatte, unschädlich zu machen. Fünftens, sie wollten die Lichtzeremonie ausführen, um die pandorische Kraft zu befreien, die sie irgendwie kontrollieren wollen, um dann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und wegen dem Buch wissen sie, wie das geht. Üble Sache. Katastrophe. Wir müssen Dakor aufhalten. Das Schlimmste ist gar nicht, dass sie die Welt beherrschen wollen, sondern dass vielleicht Jorvik oder sogar die ganze Welt untergehen wird, wenn sie die pandorische Kraft freisetzen. Ja, ein neuer Abschnitt steht kurz bevor. Wir wissen nicht, wann und wo sie ihre dunkle Zeremonie abhalten wollen. Sie selbst haben das wahrscheinlich schon mit Hilfe des Buches der Lichtzeremonien bestimmen können. Die Bewahrer Aydins haben Kopien der wichtigsten Kapitel des Buches. Wir haben also noch nicht ganz verloren. Wenn wir die Seiten gründlich studieren, können wir vielleicht herausfinden, wann und wo die Zeremonie stattfinden soll. Genau wie es Dakor gemacht hat. Die Kopien sind in 4 Teile geteilt und aus Sicherheitsgründen unter 4 Druiden aufgeteilt. Sie müssen gesammelt und studiert werden. Außerdem brauchen wir 4 Kämpfer, die sie stoppen können. Wir müssen das alles vorbereiten. Sprich mit Elisabeth. Okay. Wir müssen alle, die uns treu sind, darum bitten, nach unseren Feinden Ausschau zu halten, sodass wir in der Zwischenzeit einen Gegenschlag vorbereiten können. Wir wissen ja immerhin auch, wo sie sich aufhalten und können die Ölinsel bewachen. Okay, und nun? War's das? Nein, war's das schon? Ich glaube, das war's, ne? Oh, nee. Da ist jetzt irgendwo noch was. Nee. Ah doch. Da ist doch was. Wir reiten da einfach mal hin. Da ist irgendwo schön Fleck. Da sehe ich das nur komisch. Ist halt genau bei diesem Ding. Ich finde es blöd, dass man nicht zoomen kann.
Wir reiten einfach mal hin und wenn es nichts ist, dann ist es halt nichts, ne? Aber dann haben wir wenigstens nachgeguckt. Also so ist jetzt eigentlich nichts offen. Wir schauen einfach mal. Ah, die Mira kommt jetzt gerade nicht nach. Aber wir müssen mal eben schauen, ob da irgendwas ist. Irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, aber... So, und wo soll jetzt was sein? Das ist wahrscheinlich nur wegen dem hier, oder? Weil ich bin jetzt in dem Bereich. Mist, ich habe das halt vorher nie nachgeguckt, ne? Ja gut, dann ist blöd. Ja, dann war es das für die Folge schon. Ist ja blöde. Dann war es nur eine Lesefolge. Das ist ja bescheuert. So. Dann würde ich mich schon verabschieden von euch. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zu einer nächsten Folge. Tschüssi!